Da ist es. Da, 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 da links. Da ist Below Zero gewesen. Habt ihr das gesehen? Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. Und heute ist der Tag, an dem der Countdown zu Below Zero abläuft. Das ist die letzte Folge, die heute rauskommt, bevor Below Zero heute Abend startet. Um 19 Uhr kommt der Entwickler-Livestream zum Start der Early-Access-Phase von Below Zero. Und das bedeutet, es wird dann in der nächsten Subnautica-Folge mit Below Zero auch weitergehen. Das Ganze hier wird dann entsprechend pausiert. Das bedeutet, ich werde heute noch mit der Zeitkapsel, die ihr zusammengestellt habt, in den Orbit starten und werde dann entsprechend noch einen Blick werfen auf die Zone, die wir dann heute in Below Zero noch erleben dürfen. Ich werde heute Abend auf jeden Fall einen Reaction-Livestream machen zu dem Livestream, der da kommt. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden dann quasi, sobald das dann verfügbar ist, das Below Zero, das Ganze runterladen und werden es spielen. Wenn es nicht vielleicht sogar schon mich vorher in Form eines Keys erreicht. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wie das ablaufen wird. Auf jeden Fall werde ich die Situation dann in einem Livestream covern, egal in welcher Form das dann passieren wird. Ob ich dann einen Reaction-Livestream auf den Livestream der Entwickler mache oder direkt loslege mit Below Zero, müssen wir mal gucken. Da habe ich jetzt noch keine genaue Information, wie das heute Abend läuft. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf einen Livestream freuen. So oder so. Und das Ganze hier wird dann auf Twitch laufen. Ja, und wie heiße ich auf Twitch? Ich heiße auf Twitch genauso, wie ich auch auf YouTube heiße, nämlich SpielbärLP. Könnt ihr mich auf jeden Fall folgen oder mir folgen, könnt ihr mich folgen. Ihr könnt mich auf jeden Fall folgen und abonnieren und, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann heute dabei seid, wenn wir das gemeinsam zeitgleich erleben dürfen. Das wäre schon geil, meine lieben Freunde, das wäre schon geil. Es kann sein, dass es dann vielleicht, wenn ich das als Key bekommen sollte, noch vorher ein NDA gibt. Also, dass ich dann erst zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen darf. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. So, jetzt schauen wir mal, schauen wir mal. Hier müsste irgendwo jetzt der Zugang sein, der zweite Zugang zum Lost River. Wo man dann in das Labor reinkommt. Ich habe das Licht schon an. Also der Ziel ist jetzt gerade, die orangene Tafel zu dem Alien-Labor zu bringen, zum Precursor-Lab, um dort noch ein Knuddelfischei zu bekommen, das wir dann auch in die Zeitkapsel reinstecken können. So, hier ist der normale Zugang, genau. So, jetzt kann man irgendwie hier so rüber. Und irgendwo konnte man hier dann hoch und so ein bisschen mehr so von oben in eine versteckte Kammer rein. Was heißt in eine versteckte Kammer? Ist jetzt sehr... Es ist ein bisschen viel formuliert vielleicht. Versteckte Kammer. Es ist auf jeden Fall nicht die Kammer, die man sonst so kennt. Ich versuche das jetzt einfach mal, indem ich mich hier so ein bisschen anderen Weg lang entlang bewege. Vielleicht finde ich es dann auch so. Man kann ja hier auch noch ein bisschen nach links und rechts fahren. Ich weiß jetzt halt nicht mehr genau, wie man da hinkam. Das ist das Problemchen an der Stelle. Ich bin sonst immer danach... ich glaube, irgendwas ist hinter mir. La la la. Ich bin nicht da. La la la. Wow. Was, was, was? Oh, oh, oh. Was soll das? Was hast du dir so gedacht? Wenn ich hier runter gehe, hoppla. Oh, ah, ich bin ja am Verhungern und Verdursten. Ah, nein. Ah, ich habe ganz viel Wasser dabei, das ist schon mal gut. Hallo? Eins rüber noch? Genau. So, das nächste Problem ist Essen, aber da könnten wir zur Not einfach auch mal einen Fisch verschnabulieren. Das muss ich mal überlegen. Wie kam man da hin zu diesem Labor? Das ist auch schon wieder ein Weilchen her. Seit ich das letzte Mal gewesen bin. Ich fahre einfach mal hier lang.
Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist hier in diesem Dreh. Ist da rechts irgendwo, glaube ich. Oder? Ja, doch. Ja, ja, das ist die Kammer hier, genau. Und, irgendwo obendrauf hier müsste das sein. Irgendwie so schon ein bisschen separat. Und hier gibt es auch einen Ausgang aus dem Lost River. Wir merken das auch gerade, dass es hier so ein bisschen ruckelt. Er muss hier ganz schön viele neue Sachen laden, weil ich hier in diesem Bereich noch nicht war. In diesem PS4-Spielstand zumindest nicht. Ich war hier natürlich vorher schon mal, aber in diesem PS4-Playthrough war ich noch nicht hier. Das ist, glaube ich, der Ausgang hier. So, wenn ich jetzt hier reinfahre, bin ich immer von hier oben gekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo ist jetzt hier das Tor? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob das oben oder unten war. Oh, jetzt hackt es ganz schön wieder. Und ob das hier überhaupt 100% richtig ist. Eigentlich müsste es richtig sein hier. Ich habe es leider nicht mehr so richtig vor Augen. Hier ist auf jeden Fall dieses Fossil. Dieses große. Das ist schon richtig hier. Da ist es. Da ist der Zugang. Okay. Ich habe es gefunden. Oh Gott. Hakel, Hakel. So. Alles cool. Wir haben's. Dann setzen wir da mal die Tafel ein, die orangene. Haha. Und wir holen uns ein weiteres Knuddelfischchen. Ein Knuddel. Hallo Knuddel. Haha, Knuddel. Und ich würde sagen, als Ergänzung für die Zeitkapsel nehmen wir noch ein paar Energiewürfel einfach mit. Die packt man dann einfach so ein bisschen als Lückenfüller rein. Und das hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Daten über die Fortpflanzung in der Tierwelt. Wunderschön. Wunderprächtig. Wundernice. Hinein. Jetzt muss ich schnell essen, sonst verhungere ich gleich. So, wir gehen mal hier auf der anderen Seite raus. Ich bin nämlich mal gespannt, wie weit dieser Zugang weg ist von meiner Base. Und wie das so räumlich zusammenpasst hier. Vielleicht sind wir ja hier sogar ein bisschen näher dran. Dann könnte ich mal schauen, dass ich mir vielleicht noch eine Boje mache und das hier einfach mal markiere. Dann lasse ich meine Seemotte einfach mal hier vorm Eingang stehen als Markierung und begebe mich einfach mit dem Seegleiter zurück. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Kalorien müssen aufgenommen werden. Der Wahnsinn. So. Dann ist hier der Ausgang. Ja, genau. Hier geht's raus. Ja, stimmt. Das ist direkt ein Zugang hier zu dem Grand Reef. So war das nämlich. Oh, hoppla. Ha, hat mich nicht erwischt. Ah ja, das ist hinter der Degasi-Station. Aber ja, voll den Umweg gemacht. Hätten wir ja gleich hier abkürzen können. Mensch. Ihr habt es mir bestimmt auch geschrieben beim letzten Mal. Ja, wie gesagt, heute Abend startet Below Zero. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis an der Stelle, ich werde das Ganze sehr entspannt und sehr gemächlich spielen, das Below Zero im Let's Play. Und sämtliche Zusatzinfos oder so werde ich dann in separaten Videos machen, die unabhängig sind vom Let's Play. Und ich denke mal, das ist ganz gut, weil dann kriegt ihr die wichtigsten Infos trotzdem sehr schnell. Aber das Let's Play wird dann halt so in seiner gemächlichen Art durchgeführt, wie ich das immer mache. Ohne jetzt da groß auf Effizienz oder so zu achten. Ich werde mir vor allem die Umwelt sehr genau angucken, die Tiere und werde auch alles schön scannen, immer alles schön lesen und so. Also das wird auf jeden Fall ein sehr entspanntes Let's Play. Da wird nicht durchgerusht oder so. Das habe ich gar nicht vor. Das sehe ich auch gar nicht ein. Das ist auch gar nicht so ein Spiel, wo man durchrusht. Und wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es am Anfang jetzt nach dem Launch in der Early Access gar nicht so viel Content schon drin gibt. Das heißt,
Das würde eh dazu führen, wenn ich da durchrushe, dass man dann irgendwie nach 4 Folgen schon Ende ist, so. Wenn die Folgen dann noch halbe Stunde lang sind, dann wäre da schon relativ schnell Schluss. Das macht ja keinen Spaß, ja. Wir wollen ja ein bisschen was davon haben. Und deswegen werde ich mir da ein bisschen Zeit lassen. Genau, und dann sind auch die Info-Videos, wo kompakte Infos dann kommen. Die sind dann separat vom Let's Play. Das heißt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt während des Let's Plays, dann könntet ihr theoretisch die Info-Folgen auch einfach ignorieren. Ja. Wobei generell natürlich die Sache mit den Spoilern immer ein bisschen schwierig ist, weil natürlich wird es zwangsläufig so sein, dass ich im Let's Play auch Dinge spoilern werde. Einfach weil sich das schlecht umgehen lässt. Ne, weil ich ja Progress auch mache automatisch. Also ich kann ja den Progress nicht verhindern oder so. Das geht ja nicht. Er wird halt bei mir noch nicht so schnell sein im Let's Play. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Von dem Vorhaben. Und ob ihr das so cool findet. So, dann würde ich doch mal sagen, wir sind fast da. Wir sind fast da. 600 Meter noch. Meine Essensanzeige blinkt schon rot. Ah, da ist der Leviathan. Da muss ich mal kurz mein Licht ausmachen. Und möglichst... Ich glaube, er hat mich gesehen. Oder? 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 Nein, er hat mich nicht gesehen. Schnell hier einen Seetang abhauen. Seetang ist mein Freund. Schnell weg. Jetzt ist er wieder hier am Campen, weißt du? Hier direkt auf dem Weg zur Base. Und wartet nur drauf, dass ich ihm mitten ins Maul reinfahre. Jetzt können wir das Licht wieder anmachen. So. Wir sind wieder da. Dann docke ich jetzt die Seemotte noch an, esse schnell was. Und dann packen wir das Knuddelfischei, das neue. Das packen wir dann oben in die Zeitkapsel hinein. Hui. Welcome aboard, Captain. Haha. Ja, ich weiß, ich kenne die Ernsthaftigkeit meiner Situation. Ich habe schon gesehen, dass es blinkt. Schön, dass sie mir noch sagen, dass ich kurz vorm Verhungern bin. Ich verdaue mich quasi noch nicht selbst, aber bald. So, Kalorien. Frische Kalorien direkt vor mir in Form von Knollen. Knollige Kalorien. Da bin ich auch mal gespannt, welche Pflanzen man kultivieren kann in Below Zero zum Essen und zum Trinken. Das muss man ja alles wieder neu lernen. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass es da auch Bäume gibt in der Form hier. Also man hat zwar an der Oberfläche Pflanzen gesehen, diese zum Beispiel diese Augenweide, wie ich sie genannt habe. Aber das sind ja, glaube ich, mehr so Zierpflanzen. Also ich glaube nicht, dass man die essen kann oder irgendwie ernten kann. Und das hier sind ja schon so Nutzpflanzen auch, ne? Und das ist halt die Frage, kann man an der Oberfläche Nutzpflanzen ernten? Wie man das hier auf den Inseln kann, die es hier im normalen Subnautica gibt. Und das wird auch interessant sein. Das muss man alles wieder neu lernen, die ganze Pflanzen- und Tierlogik. Was man am besten braucht, um zu überleben, um Wasser zu kriegen und so. Und das macht es auch wieder ganz schön spannend, glaube ich, am Anfang. Also da wieder erstmal drauf klarzukommen, was am besten geht und was nicht. Wird auch sehr spannend. So. Dann nehmen wir jetzt die Ionenwürfel. So. Und alles, was wir jetzt sonst noch dabei haben. Und packen das mal in die Zeitkapsel rein. Dann brauche ich, glaube ich, noch ein Foto. Und dann sind wir good to go. Dann muss ich noch einen Text schreiben, einen kleinen. Sieht auch cool bei Nacht aus hier mit dem Turm, wenn er so leuchtet. Oh, der Mond da noch so über der Rakete. Cool. Und da geht die Sonne auf. Herrlich. Als hätte ich es so geplant. Habe ich aber nicht. Habe ich wirklich nicht. Habe ich wirklich, wirklich nicht. Wunderbar. So. Dann. Zeitkapsel. Aktivieren. Genau. Also, ein Knuddler. Zwei Knuddelfisch-Eier for the win. Und dann noch zwei von den Würfeln.
So, dann stopfe ich mir jetzt noch schnell die Taschen voll, genau, mit Diamanten. Ich will das nämlich mal ausprobieren, ob ich damit meine Schulden vielleicht ein bisschen begleichen kann bei Altera. Aber ich glaube, das hat keine Auswirkungen. Das wird, glaube ich, immer so sein, dass man Schulden hat bei Altera. Da kommt man, glaube ich, nicht drumrum, egal wie man es dreht oder wendet. Aber das habe ich noch nie probiert, deswegen schaue ich das jetzt einfach mal an, ob das geht. Einfach mal ausprobieren. Und ich muss ja auch noch ein Foto machen. Von der Base. Hui, da muss ich auch noch mal gucken, wie ging das noch mal mit dem Foto machen. Mit den F-Tasten ging es auf dem PC. Aber wie ging es, oder wie geht's auf dem Gamepad? Verdammt gute Frage, ich weiß das gar nicht. Da muss ich mal alle Tasten durchprobieren gleich. Müssen wir mal alles drücken. Ganz wild. Die Markierungen werden ja nicht aufgenommen beim Foto, ne? Die sind ja dann raus. Dann würde ich doch mal sagen, positionieren wir uns mal hier so. Ja, so genau. Aber hier diesen Pilzdings im Anschnitt. Und dann machen wir das mal weg. So, jetzt muss ich mal gucken, ist es vielleicht der Share-Button? Oh, nee. Nein, 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 nein. Große Momente teilen. Ja, ja, nee, 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 will ich gar nicht. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich drücke einfach mal irgendwelche Knöpfe. Kann ich vielleicht hier oben irgendwie? Ah, drücke R3, um einen Screenshot zu machen. Alles klar, danke dafür. Das war eine wichtige Information. R3 ist ja der Button. Genau, ah ja. Also den Stick reindrücken, den rechten auf der PlayStation. So war das ja, genau. Ah ja, so, warte mal, so sieht's gut aus, wenn da noch die Pilze eingeblendet sind da hinten. Das ist schön. So. Das nehmen wir als Screenshot. Und dann holen wir uns noch Diamanten aus dem Schrank. Würde ich sagen. Zum Mitnehmen. Für die Schränke in der Rakete drin. Wir haben ja noch einiges Zeug hier, das wertvoll ist. Guck mal, wir haben hier noch 3 Diamanten. Die nehmen wir jetzt einfach mit. Und dann lege ich auch nochmal einen Spielstand an, schnell. Genau, hier sind auch nochmal Diamanten drin. Und hier nicht. Aber Kyanit ist ja auch wertvoll, glaube ich. Das können wir auch mal mitnehmen eigentlich. Und die Rubine noch. Und da auch nochmal Diamanten. Sehr schön. 4 Stück noch. Das packen wir uns in den Schrank. So, jetzt speichere ich mal. Das muss ja auch sein. Weil wir ja hier vielleicht nochmal weitermachen wollen an der Stelle. Bevor ich dann starte sozusagen. So. Der Countdown zu Below Zero ist das hier. Der Countdown, meine lieben Freunde. Er läuft, er läuft. Diese Folge wird ja um 14 Uhr rauskommen. Am 30. Also morgen. Heute meine ich. Verzeihung. Heute. Wie gesagt, ich muss das immer zeitreisenmäßig aus der Vergangenheit auskoordinieren mit den Daten. Heute um 14 Uhr kam diese Folge raus. Das ist ja Vergangenheit. Die ist ja schon raus. Ihr seht sie ja gerade. Das heißt, ihr habt noch wenige Stunden. Um 19 Uhr soll der Stream ja starten. 5 Stunden habt ihr noch, wenn diese Folge rausgekommen ist. Um 14 Uhr. Bis Below Zero startet. So. Und dann müssen wir mal gucken, wann es dann genau kommt. Also wann man es dann auch spielen kann. Ob das direkt mit dem Livestream passiert. Oder ob das während des Livestreams dann passiert. Das steht noch nicht ganz fest. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall soll es irgendwie während des Streams oder so, soll das irgendwie launchen. So. Dann das Bild. Und ich nehme das, wo die Pilze zu sehen sind. Da sieht man aber schon, dass die Screenshots so ein bisschen so eine schwächere Qualität haben, oder? So ein bisschen. Also, das, oh, ist auch sehr dunkel hier. Krass. Obwohl ich das an einem Tag, in einer Tagsituation aufgenommen habe. Schon krass. So. Grüße. Gibt es hier Umlaute? Ah ja, mit L3.
Nee, so nicht. Hä? Was ist das denn jetzt gewesen? L3 ist doch... Irgendwie will das mit den Umlauten nicht so, wie ich das gerne hätte. Egal, machen wir es einfach so. Ich brauche allein schon die Hälfte der Folge, um diese Nachricht zu schreiben. Das ist halt auf der Konsole alles nicht so leicht. Wo ist ein SZ? Ich mache das einfach mit Doppel-S. Grüße von Spielbär. Groß geht so. Spielball. Spielbär 1. Okay, das zeigt er gleich direkt an. Spielbär LP. Gibt es hier auch Sonderzeichen? Ja, das und möchte ich gerne haben. Und Community würde ich jetzt sagen. Ah, jetzt habe ich das Leerzeichen vergessen. Mann! Leerzeichen, groß, Community. Ah, warte mal, da machen wir mal raus. Warte mal, kann ich irgendwie... Moment. Ja, so. Und seiner Community. Meiner Community. Das klingt besser. Ja. Community. Sehr gut. Dann sind wir fertig mit dem Text. Mehr will ich jetzt auch nicht schreiben, weil mit diesem Pad ist das dauert so ewig, bis man da was eingeschrieben hat. So, das ist meine Zeitkapsel. Und die ist jetzt dann so auch fertig und bereit zum Abschuss. Dann gehen wir hier wieder raus. Haha! Time Capsule ready! Dann sind wir jetzt tatsächlich startbereit. Der absolute Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas fehlt. Ah ja, ich sollte in die Rakete, in die Schränke natürlich auch die Diamanten das alles reinpacken. Ich frage mich nämlich sonst, warum gibt es hier sonst Schränke, ne? In der Rakete. Ich meine, klar, eigentlich bräuchte man auch sowas wie Proviant oder so. Wenn man es jetzt ganz hardcore durchzieht eigentlich. Eigentlich bräuchte man das noch, ne? Eigentlich müsste man sich die Schränke mit Essen vollstopfen, mit Nährstoffblöcken und sowas. Weil man wird ja wohl nicht nur 5 Minuten fliegen, man wird ja schon ein bisschen länger unterwegs sein in der Rakete. Ich werde jetzt auch noch meinen letzten Schluck noch trinken, tatsächlich. Nee, ich muss mir irgendwas zu essen mitnehmen, das geht so nicht. Wie viel Zeit habe ich denn noch in der Folge? Ich habe noch 8 Minuten. Schaffe ich das noch, irgendwie mal was zu essen zu holen? Bei der Aurora oder so? Hm. Wenn ich ins Wasser springe, könnte ich es schaffen. Mal gucken. Dann machen wir hier eben eine Sonderfolge jetzt draus. Zur Feier des Tages. Zur Feier des Below Zero Tages. Ich muss noch mit Proviant starten. Ich kann nicht ohne Essen starten. Das geht nicht. Man kann nicht einfach ohne Essen in einen langen Weltraumflug starten. Das geht einfach nicht. Das ist einfach, das ist unrealistisch. Auch wenn ich weiß, dass danach ja eigentlich nicht mehr viel kommt. Da kommt ja dann nur noch der Abspann. Ich kann das irgendwie nicht. Das geht nicht. Selbst wenn ich früher als Kind auf dem Sofa Weltraumflug gespielt habe, habe ich mir immer ein Proviant dabei gehabt. Irgendwelche Kekse oder so, die ich dann gegessen habe nebenbei. Das muss einfach sein. So ein paar Nährstoffblöcke müssen einfach sein. Irgendwie haltbare Nahrung, die nicht vergammeln kann. Das müssen wir jetzt mal schnell noch organisieren. Ich hatte nämlich, glaube ich, auch nichts mehr. So. Wir müssen ja nur zur Aurora und da mal ein paar Kisten aufmachen. Da fahre ich jetzt mal in der Wasseroberfläche. Poing. Ich habe keinen Schaden gekriegt, habt ihr das gesehen? Fahren wir mal an der Wasseroberfläche lang, damit wir die Aurora auch immer sehen können. Damit wir jetzt nicht falsch fahren, das wäre nämlich blöd. Sehr gut, instinktiv richtig gefahren.
Wunderprächtig. Nährstoffblöcke, ich komme. Sehr gut. Und so ähnlich wird das dann wahrscheinlich bei Below Zero auch laufen, dass ich dann auch mal einen sinnlosen Umweg mache. Einfach, weil ich es kann. Weil ich es kann und weil man von dem Spiel eh nicht genug bekommen kann, da kann man auch mal einen Umweg fahren. Einfach nur, um es zu genießen. So ist das. Ich will ja auch irgendwie nicht, dass es endet so immer. Das ist immer so eine. Das hat immer so was Finales, wenn man in diese Rakete steigt und wegfliegt. Irgendwie. Das ist schon krass. Also auch dieses ganze Prozedere, was man da vorher machen muss, das ist ja wie so ein Ritual. Man muss halt diese ganzen Schritte noch machen, um die Rakete zu aktivieren. Und dann hat man es dann. Und dann fliegt man los und es hat dann sowas Finales, irgendwie sowas Abschließendes immer. Auch wenn man natürlich weiß, dass man den Spielstand immer wieder laden kann. Aber trotzdem hat es immer so ein Gefühl von Abschluss, wenn ich das, wenn das Sinn ergibt, was ich sage gerade. Also vielleicht könnt ihr das nachvollziehen so ein bisschen. So ein Gefühl von Abreise irgendwie, wie wenn ein Urlaub zu Ende ist. Irgendwie. Ihr versteht vielleicht, was ich damit sagen will. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja schreiben. So, jetzt sind wir da oder fahre ich hier gerade gezielt dran vorbei? Ich fahre gerade irgendwie komisch. Da muss ich hin. Wir brauchen Nährstoffblöcke. Proviant. Wir brauchen Proviant. So, gucken wir mal. Liegen hier Kisten schon? Kisten? Wir brauchen Kisten. Hier ist auf jeden Fall Aurora-Territorium. Und wir sehen. Metallschrott sehe ich schon. Kisten sehe ich jetzt noch nicht. Da ist eine. Die ist auch zu. Sowas wie Batterien und sowas ignoriere ich jetzt aber mal. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht. Wasser nehmen wir mit. Genau, das können wir mitnehmen. Das ist Proviant. Das ist cool. Noch irgendwo ein Kistchen. Die plöpsen leider mal ein bisschen spät auf. Deswegen kann es sein, dass man da durchaus auch an der einen oder anderen wieder vorbeifährt. Weil man es einfach wieder nicht gesehen hat. Weil sie einfach nicht sichtbar war. Weil sie einfach weg war in dem Moment. Hier haben wir Metallschrott ganz viel. Eigentlich müssten hier viel mehr Kisten liegen. Es sind irgendwie sehr wenig Kisten hier. Warum? Warum sind hier so wenige Kisten? Da ist eine mit einem Fragment. Da ist eine Kiste. Gleich aufmachen. Oh, hier ist ja auch der Knabe wieder. Ah, das wird lustig. Was ist das? Ein Medkit. Ah, schade, das brauche ich eigentlich gar nicht so dringend. Die machen wir ja eh schon selbst. In Massen produzieren wir die ja eigentlich. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Höhle des Löwen hier. Hoppla. Und suchen nach Kisten. Einfach mal hier so ein bisschen quer durch. Ich glaube, er verfolgt mich schon, oder? Das klingt so nah irgendwie, das Knurren. Oh, hier ist eine Sackgasse. Da wollen wir nicht rein, die Sackgasse. Jetzt wird es nochmal spannend hier zum Schluss. Zum Ende hin. Oh, was ist da? Eine Zeitkapsel! Nicht wirklich, ey. Bester Moment für eine Zeitkapsel, wenn ich kurz davor bin, meine eigene abzuschießen. Ist auch geil. Na, was ist da drin? TC? Warum haben die nur so komische Nummern in letzter Zeit? Warte, das muss ich jetzt noch gucken, was steht da drin. Zeitkapsel. This place is hell, but if you found this, it might be a little better for you. Good luck, stay strong, you might get off this damn planet. Will anyway about to take off in rocket. Don't know if I'll make it.
But at least I'm off this damn planet. Goodbye, good luck. Dankeschön. Und was war da jetzt alles drin? Mal gucken. Was war denn da jetzt drin? Ach, nur dieser Energiewürfel, oder? Oder hatte ich den nicht vorher schon gehabt? Oh Gott, hier ist es jetzt so dunkel, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. In irgendeiner Folge habe ich auch eine Zeitkapsel übersehen gehabt. Das hattet ihr mir auch schon gesagt. Hier ist der Void, ne? Direkt an der Aurora. Aua! Garstige Gerstlinge greifen mich an. Ja, wir fahren einfach mal hier entlang. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Kisten, aber ich glaube es irgendwie gerade nicht so. Sind denn alle Kisten hier schon weg? Hier müssen wir halt echt gut aufpassen mit den ganzen Reapern. Meine Seemotte hat auch schon leicht gelitten. Man konnte doch hier bei dem Antrieb hinten auch noch so ein bisschen reinfahren. Da gab es auch noch Kisten, das weiß ich noch. Da gab es sogar ziemlich viele Kisten. Vielleicht sollten wir einfach mal dahin. Oder ich begebe mich ja einfach mal hier so ein bisschen. Gruselige Geräusche hier schon wieder. Da bin ich auch mal gespannt, ne, ob schon Leviathane drin sind bei Below Zero. Oder ob da noch gar nichts dergleichen drin ist. Und wie die Levelgrenze gestaltet ist. Und solche Sachen, die Weltgrenze. Ob das wieder mit Ghost Leviathan gelöst ist oder... Na, also ich bin auf so wahnsinnig viele Dinge gespannt. Der Wahnsinn, meine lieben Freunde. Der Wahnsinn! Der absolute Wahnsinn. So, hier hatte ich mich schon mal verfranst. Hier bin ich schon mal verhungert hier unten. Oder nee, verdurstet bin ich hier unten schon mal. Ich meine, hier müsste es eigentlich mehr Kisten geben. Wo ich das letzte Mal hier rumgegurkt bin, da gab es eigentlich hier sehr viele. Komisch. Merkwürdig. Da ist eine. Sehr gut. Und das alles, während diese Reaper um mich rumschwirren, das ist auch krass. Was ist drin? Was ist das? Ach, Medkit. Blöde Medkits immer. Kein Mensch braucht sie. Nur diejenigen, die sie brauchen. Da ist noch eine Kiste, oder? Ja, zwei Kisten sind hier. Hervorragend. Komm, ein Nährstoffblöckchen. Ich brauche nur ein bisschen Wegzehrung. Schon wieder ein Medkit. Kann doch alles nicht wahr sein. Wo war die andere? Hier ist die andere. Batterie. Ach, jetzt habe ich die Batterie einfach aufgesammelt. Mann. Mann, oh, Mann, oh. Kein einziger Nährstoffblock hier mal drin in so einer Kiste. Nichts. Naja, wenn ich jetzt keinen Proviant mehr finde, dann muss ich mich halt einfach vorher nochmal ein bisschen hochessen und die Pobacken zusammenkneifen. Dann muss ich halt alles drin behalten. Hilft alles nichts. Bisschen eine kleine Verstopfung so. Ein bisschen weniger trinken, dann geht das schon mit dem Durchhalten. Ah ja, hier guckt mal, hier haben wir noch eine Kiste. Was war das? Oh, ah, scheiße! Ich weiß, was das ist. Warum sehe ich nichts? Warum habe ich kein Licht? Oh Gott. Ihr wisst auch, was das ist, oder? Er hat mich, glaube ich, nicht gegriffen gekriegt. Gerade, das war, glaube ich, mein Glück. Oh, wie gruselig war denn das bitte gerade? Ich habe ihn überhaupt nicht gehört irgendwie. Normal hört man sie doch immer so machen vorher. Und jetzt habe ich gar nichts gehört. Oh Gott, ich weiß auch gar nicht, wo muss ich eigentlich hin? Wo ist eigentlich meine Base? Da hinten. Müssen wir mal wieder irgendwie da auf Kurs kommen. Ich habe Schwein gehabt, dass er weder die Seemotte noch mich gegriffen hat gerade. Holla, die Waldfee. Kleiner Sneaky Reaper.
zum Ende hin noch hier. Da ist noch eine Kiste, da gucken wir jetzt noch rein. Aber vorher nochmal Rundumblick. Ja, da war einer, glaube ich, da hinten, aber der hat mich nicht gesehen. Ach, nur Medkits. Naja gut, die medizinische Notfallversorgung ist damit auch gesichert, würde ich sagen. Aber normal müssten doch eigentlich auch mal ein paar Kisten mit Nährstoffblöcken rumliegen und nicht immer nur hier die komischen... die komischen Medkits da. Egal. Wir fahren jetzt zurück und starten. War jetzt eine kleine Zugabe hier einfach. Zur Feier des Tages. Zur Feier des Below Zero Tages. Und des Ablaufs des Countdowns. Des Below Zero Countdowns. An diesem 30. Januar. Ich hoffe, ich habe das auch mit den Folgennummern richtig. Nicht, dass heute irgendwie der 29. erst ist oder so. Ihr werdet es schon wissen, welcher Tag heute ist. Ich vertraue euch da voll, dass ihr das wisst. Wir müssen vorher nochmal schnell essen, wie gesagt, essen und trinken. Und dann starten wir in den Weltraum. Und dann sehen wir von oben nochmal das Gebiet, wo wir dann im Below Zero loslegen. Die Polregion. Da werde ich jetzt nochmal genau drauf achten gleich. Die Riffrücken verabschieden uns auch. Ganz schön weit weg die Aurora von unserer Base, ne? Also wir haben wirklich so am anderen Ende der Map gebaut. Komplett auf der anderen Seite. Das ist natürlich auch schlau. So hat man immer den weitesten Weg, wenn man zur Aurora will. Aber wir haben es gleich. In 600 Meter noch. Da bin ich auch mal gespannt. Man hat ja im Below Zero schon gesehen, jetzt anhand des Gameplays, was jetzt schon so geleakt ist und so, beziehungsweise was die halt in ihren Playtests gezeigt haben, dass es doch geskripteter ist als das normale Subnautica. Also, dass gerade der Anfang sehr geskriptet ist mit den Sachen, die da passieren. Zum Beispiel dieser Orbital Drop, der dann runterkommt, um die Rettungskapsel zu ersetzen. Oder die Sache mit der ganzen Basis am Anfang, mit dem Durchlaufen durch den Canyon und dann diesem Blitz, der da einschlägt und dann dieser Lawine, dieser Steinlawine, dass das alles sehr geskriptet ist. Ich bin mal gespannt, ob sich das nur auf den Anfang beschränken wird, dieses sehr starke Skriptete, oder ob das im ganzen Below Zero so eine Art Thema wird, dass das doch stärker erzählerisch wird. Es ist ja auch alleine schon aufgrund der Tatsache, dass Dialoge stattfinden mit verschiedenen Figuren, dass das jetzt auch aus der Hinsicht nochmal erzählerischer wird. Also die ganze Struktur. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das auswirkt auf das Gefühl, auf das Subnautica-Gefühl. Wir haben einige auch schon gesagt, ja, das ist ja gar nicht mehr wirklich Subnautica, wenn da Leute miteinander reden. Ja gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Subnautica sich nur dadurch definiert, dass keiner redet. Also, naja, muss man halt sehen, ne? Wie gesagt, es kann ja trotzdem funktionieren, also. Das muss ja nicht heißen, dass es nicht funktioniert. So, jetzt gucke ich hier nochmal in meine Schränke. Ob ich hier vielleicht Nährstoffblöcke noch drin habe, die ich vielleicht aus irgendeinem Grund nicht konsumiert habe. Oh nein, ich habe den Baum komplett geerntet. Hier, ihr sollt leben, ihr Bäume. Ich will euch nochmal einpflanzen. So, jetzt gucken wir mal. Nährstoffblock? Nee. Nährstoffblock? Nö. Nährstoffblock? Nö. Nährstoffblock? Nö, aber den Feuerlöscher nehmen wir mit. Den will ich dabei haben. So. Dann geht's jetzt los. Der große Start. Der Raketenstart. Das Finale. Wir geben Below Zero die Hand jetzt. Sozusagen. Das ist schon krass. Das ist der Wahnsinn. Hinauf. Ich bin so aufgeregt, meine lieben Freunde. Ich bin so aufgeregt.
Ich kann's kaum erwarten. Wunderschön. Ich kann es kaum erwarten. Heute Abend geht's los. Heute Abend geht's los. Heute Abend geht's los. Heute Abend geht's los. So, ich starte jetzt rüber zu Below Zero an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Die Zeitkapsel wird ja automatisch gestartet. Dann setzen wir uns mal rein. Und ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei allen, die hier das PlayStation Let's Play geschaut haben auf der PS4 Pro. Und da habe ich die Trophäe bekommen. Und noch eine Trophäe. Zwei Stück. Und die Vögelchen. Juhu! Ja! So, jetzt gucken wir mal. Die Zeitkapsel wird gelauncht. Und jetzt bin ich gespannt, meine lieben Freunde. Kann ich mich eigentlich... Konnte ich mich umgucken in der Sequenz? Nee, konnte ich nicht. Okay, gut. Wollte ich schon mal klären. Schutzschilde aktivieren! Caution. Approaching orbital debris field. Wow. Alles gut. Ist nur die Verschalung. Matt Damon ist komplett ohne Hülle gestartet. Und jetzt gucken wir mal links. Da sehen wir Inseln. Inseln sehen wir. Confirm destination coordinates. Und da wird es so ein bisschen hell jetzt, ne? Da ist es, da links. Da ist Below Zero gewesen, habt ihr das gesehen? Da fliegen wir heute hin, heute Abend. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Ha! Das ist doch mal ein Wort. Und wir werden nicht auf ewig weg sein, wie sagte Arnie doch einst so schön. I'll be back. Jetzt kommt auch der Abspann, genau. Wir haben es mal wieder geschafft, auch auf der PlayStation, natürlich. Subnautica ist durchgespielt. Ja, Wahnsinn. Herrlich, und wie gesagt, heute Abend geht es dann los mit Below Zero. Das Ganze gibt sich hier die Klinke in die Hand sozusagen jetzt. Der absolute Wahnsinn. Und ich kann es kaum erwarten, wie gesagt. Ich bin ganz wahnsinnig gehypt, meine lieben Freunde. Es geht dann los heute Abend mit Below Zero im Livestream auf Twitch. Seid auf jeden Fall dabei. Wenn ihr meinen Twitch-Kanal noch nicht gefolgt habt, könnt ihr das jetzt tun. Und dann werden wir eine kleine Reaction machen. Und wir werden natürlich auch Below Zero dann spielen live. Ich bin so gespannt. So wahnsinnig gespannt, was uns erwarten wird. Natürlich wird uns Eis erwarten, Pinguine werden uns erwarten. Das konnten wir ja schon sehen in den diversen Videos, die ich schon rausgebracht habe auf meinem Kanal. Auch da könnt ihr gerne noch mal reingucken vor der ganzen Launch-Aktion, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr euch ein bisschen inhaltsmäßig schon spoilern wollt. Wenn ihr euch natürlich nicht spoilern wollt, dann schaut da auf gar keinen Fall rein. Dann wird es aber natürlich auch schwierig, generell irgendwas anzuschauen. Aber ihr müsst ja auch nicht mehr lange warten, alle die, die nicht spoilern, sich spoilern lassen wollen, müssen ja auch nicht mehr lange warten. Wie gesagt, ihr könnt ja dann auch heute Abend sehr wahrscheinlich schon loslegen. Der Wahnsinn. Ich bin so gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Ich wurde auch schon gefragt, ob die Entwickler möglicherweise absichtlich dieses Below Zero Biom hier am Ende von Subnautica eingebaut haben. Und die sind ja durchaus auch schon länger dabei, das zu entwickeln. Und da kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass das Absicht ist, dass da zum Schluss nochmal so ein arktisches Biom zu sehen war hier auf dem Planeten. Genau weiß man es natürlich nicht. Welcome home to Altera. Permission to land
will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Es sind wieder 1 trillion credits, okay, die ich Schulden habe bei Altera. Tja, darf ich wohl nicht landen. Das ist ja blöd. Meine Diamanten können das nicht mal ansatzweise rausreißen, die ich gefarmt habe und mitgenommen habe. Schade. Na gut, meine lieben Freunde, dann endet an dieser Stelle auch diese Folge, diese Finalfolge vom PS4 Pro Playthrough Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die ihr hier an dieser Stelle verlinkt seht. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Folgt auch gerne auf Twitch, damit ihr heute Abend den Stream nicht verpasst. Und dann sehen wir uns wieder in Below Zero. Bis dann, ciao, ciao!